Glück auf, liebe Schildkrötenfreunde, die Eiablagen sind in vollem Gange und ja, die Jungtiergehege sind voll, also wird nichts mehr ausgebrütet. Was machen wir also mit den Eiern? Vernichten. Tja, da gab es verschiedene Möglichkeiten. Entweder schmeiße ich einfach in einen Bach oder ich habe mal versucht, sie auszulegen. Und wollte mit der Nachtsichtkamera filmen, wer die Eier abholt. Ich habe sie also 18 Uhr ausgelegt und als ich 20 Uhr aus dem Fenster geschaut habe, waren sie schon weg. Also dachte ich mir, am hellerlichten Tag kann das kein Marder gewesen sein. Da lege ich mich morgen mal auf die Lauer und habe das nächste Gelege ausgelegt. Und tatsächlich seht ihr, wer die Eier holt. Habe ich mir schon fast gedacht. So, liebe Schildkrötenfreunde, da habt ihr es gesehen. Da ich ja keine Eier ausbrüte, habe ich die mir hier einfach so hingestellt und schwuppsdiwupps, die Elstern haben sie geholt. Und da könnt ihr mal sehen, was die vom Appetit haben. Die hat die also jetzt hier innerhalb von 2 Minuten alle abgeholt. Und dasselbe passiert natürlich auch draußen mit Vogelnestern. Naja. Der ist wenigstens jetzt satt und lässt einmal die anderen Vögel Eier in Ruhe. Und genauso schnell wie sie hier mit den Eiern verschwindet, würde sie also auch mit einem Jungtier verschwinden. Deswegen ganz wichtig, bei kleinen Schildkröten Gitter oben drüber machen, um dieses zu verhindern. Ja, ansonsten gibt es nichts Neues. Alles wächst und gedeiht. Ich habe ja gehofft, dass ich dieses Jahr mal ein paar verkauft kriege, aber da tut sich dieses Jahr auch schon wieder nichts. Naja, also wie gesagt, ausgebrütet wird nichts mehr. Und solange der 20er Jahrgang nicht restlos verkauft ist, mache ich auch für die 21er noch keine Papiere fertig. Das wäre ja Quatsch. Und auch das eine Marginalweibchen sucht noch, das andere hat schon gelegt. Die kriegt man ja überhaupt nicht los. Da habe ich schon die ganzen Jahre keine mehr ausgebrütet. Aber ich versuche sie eben zu entnehmen und zu vernichten, nicht, dass die Marder mal hier wieder alles umbuddeln. Und Naturbruten will ich natürlich auch keine. Ja, die Herzis, die hat erst eine gelegt, die erkunden hier noch ihre Eiablageplätze. Und mal ein kleiner Tipp, ihr seht, das ist sehr trocken. Da gieße ich dann mal drüber und meistens legen sie dann ab. Aber jetzt ist es noch früh, müssen sie erst noch ein bisschen aufheizen. Ja, schade drum um die ganzen Eier, aber man kann ja nun nicht ja, Milliarden kleine Schildkröten nachziehen und sie finden dann keine passende Unterkunft. Und übrigens sieht der Teich jetzt so aus. Dann hören wir uns demnächst mal wieder, wenn es was Interessantes zu berichten gibt. Macht's gut, euer Radaubenhuber Harry.